Und willkommen zu Gönn dir was. Ja, wie ihr schon seht, ich bin im Blumenwahn und habe jetzt gedacht, komm, ich schmeiß die Kamera an und hol euch nochmal mit. Ich habe von einer guten Freundin von Tim Holz die Big Stanze Tattered Florals bekommen. Die kennt der ein oder andere mit Sicherheit von euch. Und dann muss ich natürlich jetzt mal in Massenproduktion gehen. Ich habe hier schon einige gemacht. Das hier ist aus DSP gewesen, in ja, Zeitungsoptik. Die habe ich so ein bisschen Vintage gehalten. Ganz verschiedene Formen. Dann habe ich die hier noch. Ja, und dann bin ich übergegangen. Und habe aus Cardstock ganz viel ausgestanzt. Der hat 240er Grammatur. Und da sind halt diese Schönheiten draus entstanden. Auch so ganz kleine, so als Lückenfüller. Ja, ich hole euch jetzt einfach mal mit. Ich persönlich habe die Sinlets von den kleinen Small Tattered Flowers. Aber auch mal so große zu haben, das ist natürlich auch schön. Es ist ein bisschen Arbeit, das sage ich direkt. Also zumindest so, wie ich die mache. Aber ich finde, die Mühe lohnt sich, wie man sehen kann. Die sind auch ziemlich, also sehr stabil, aber jetzt auch nicht zu sperrig. Ja, und ihr braucht so ein paar Blütenstempel. Das ist bis jetzt alles, was ich habe. Ja, ein bisschen Farbe. Also ich benutze da verschiedene Stempelkissen, passend in den Farben zu den Cardstock. Ja, und dann noch ein bisschen Bling Bling. Ne, aber das, wie gesagt, das ist ja auch alles Geschmackssache. So, dann fangen wir mal an. Hier habe ich wieder mein Gemisch mit Glycerin und Wasser, damit der Cardstock ein bisschen geschmeidiger wird. Da sprühe ich jetzt einfach nur mal so drüber. Massiere das so ein bisschen ein. Huch. Dreh das Ganze. Ich sprühe auch nicht zu viel ein, weil ich will die jetzt nicht komplett ja, so latschig haben. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass das jetzt alles ja, gut einmassiert ist, nicht erschrecken, dann geht ihr einfach hin und zerknüllt das. Ihr müsst da jetzt auch nicht nach irgendeinem Prinzip vorgehen, sondern einfach zerknüllen. So, hier habe ich noch Farbe an den Fingern. Bei denen hier geht das ganz gut, bei den hier, da muss man schon so ein bisschen vorsichtiger sein, sonst hat man die einzelnen Blätter in der Hand. Ich bin im Moment so im Blumenwahn, kann man wirklich sagen. Aber gut, man kann nie genug Blümchen haben, vor allen Dingen in den verschiedenen Farben. So, wenn ihr das jetzt schön zerknüllt habt,
Also ihr seht ja, ne, ich bin da gar nicht bang und übe Kraft aus. Dann habe ich hier so einen Karton, da schmeiße ich die jetzt rein und dann trockne ich die. So, wenn ihr die getrocknet habt, zumindest angetrocknet, dann geht ihr vorsichtig hin und entkrumpelt die wieder. Da muss man wirklich so ein bisschen vorsichtig sein, dass man die Blätter nicht kaputt macht. So, die lasse ich in der Box, weil ich da jetzt nochmal mit dem Föhn drüber gehe. So, den muss ich jetzt mal ausziehen. Die sind jetzt trocken. Dann schnappt ihr euch euer Inkpad oder ja, euer Inkpad. Entweder in der passenden Farbe oder ihr nehmt eine andere. Und dann geht ihr einfach auch wieder ohne groß darüber nachzudenken, einfach so über die Ränder von beiden Seiten. Und das macht ihr jetzt auch wieder mit allen Blumen. So, wenn ihr die Ränder jetzt geinkt habt, dann machen wir noch das Blumencenter. Da habe ich jetzt hier Archival-Ink in Grün. Aber da könnt ihr ja sowieso alles nehmen. Und das streiche ich ein bisschen großflächiger. So, hier mache ich zwei. Hier mache ich drei. Und dann immer nur auf das Oberste, ne? Das, was man sieht. Dann schnappt ihr euch so eine Prickelmatte oder ich in meinem Fall habe hier, ne, vier Lagen Moosgummi übereinander geklebt. So, und ich arbeite hier tatsächlich mit Heißkleber, obwohl ich das nicht wirklich mag. Und fange dann an, die aufeinander zu legen. Immer gucken, dass das schön versetzt ist. Und drücke. Ich habe gar keine großen Dotting-Tools. Die werde ich mir dann auch demnächst mal irgendwann anschaffen. So, und jetzt müsst ihr halt gucken, welches Innenteil
Center ihr möchtet. Entweder halt mit Glitzerstein oder halt mit diesen Blütenstempeln. Die hier, da möchte ich gerne Blütenstempel rein. Und zwar piekst ihr ziemlich mittig ein Loch. Und ziemlich groß. Also da müsst ihr noch mit der Schere so ein bisschen nachhelfen. Dann habe ich hier so ein kleines Stück Draht. Den habe ich hier von so einer Blume abgeschnitten. Aber ihr könnt da jeden anderen Basteldraht nehmen. Und dann machen wir jetzt ein weißes Blumencenter. Dann nehme ich mir 4 Stück raus, gucke, dass die gerade sind. Ziehe jetzt meinen Draht dadurch. Aber zwirbel diesen Draht nicht. So, und dann, der ist quasi so eine Führungshilfe. Und dann fummel ich das durch das Loch. So, und jetzt habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Entweder könnt ihr die Samenstempel ganz runterziehen. Dann sieht das so aus. Ich möchte die aber ein bisschen höher stehen lassen. Genau. So sieht das jetzt aus. Jetzt schneide ich hier Quatsch, brauche ich doch gar nicht. Ich ziehe mir jetzt den Draht vorsichtig raus und versiegel das mit wirklich wenig Heißkleber. So, das klebe ich jetzt mal fest. Hier möchte ich ein Steinchen drin haben. Ich glaube, ich nehme so eins. Ja, das ist am neutralsten. Nehme ich ein bisschen Heißkleber. Und klebe das dann in die Mitte. Das dürfte trocken sein. Ja, und so habt ihr im Prinzip ratzfatz schöne Blumen gemacht. Ach, ich könnte euch noch eine andere Variante zeigen. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Und zwar auch wieder hier in die Mitte so ein Loch stechen. Auch ein bisschen erweitern. Dann holt ihr, also ich hole mir 4. Gucke, dass die wieder ziemlich gleich sind. Schnapp mir meinen Draht. Und führe das wieder hier rein. So, und jetzt werde ich in die Mitte
bisschen Heißkleber geben und mir ein Glitzersteinchen nehmen. So. So, das ist die dritte Variante. Naja, es gibt ja noch viel mehr. Überall diese. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen inspirieren. Und so hat man halt unzählige Varianten und ich finde die so schön. Also wie gesagt, ich bin total im Blumenwahn. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!